Meistens, wenn ihr euch Ziele im Leben setzt, dauert es immer eine Weile, diese zu erreichen. Ich gebe mir eine Stunde. Nicht für mein echtes Leben, natürlich in InSoy, denn es gibt Ambitions für die entsprechenden Soys. Und ich versuche in einer Stunde so viele Bestreben, wenn man so will, zu erreichen. Natürlich, ich habe mir auch ein paar jetzt genommen, die gehen werden. Ich habe zwei Soys, das ist einmal meine Wenigkeit, die möchte ein Neighborhood Walk Exploration Ziel erreichen. Dafür müssen wir ein paar Fotos machen und von dem Bestreben her oder von dem Ziel, wie auch immer, sieht es halt relativ in Ordnung aus, dass wir das gut erreichen. Und der gute Eddie möchte ein Philanthropist, ich hoffe, ich habe es komplett richtig ausgesprochen. Und ja, der möchte halt ein paar Briefe versenden, der Community was Gutes tun. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Das habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Ich denke, die entsprechenden Bestreben oder Ziele, wie auch immer, werden wir relativ easy erreichen. Und dann werde ich mal gucken, dass wir vielleicht auch mit dem Eddie ein bisschen pflanzen. Das Problem ist nämlich, wenn wir ein Ziel haben, wo Level 10 erreicht werden muss, werden wir das nicht in einer Stunde schaffen. Also selbst wenn ich hier alles gebe, wird das nicht passieren. Deswegen versuche ich mein Bestes und innerhalb von einer Stunde ein bisschen was zu machen und natürlich auch Bestreben, die wir so in dieser Form noch nicht gesehen haben in den ganzen Videos, die ich bisher hochgeladen habe. Deswegen könnt ihr euch was auf was Neues einstellen, so heißt das Wort. Ich würde mal sagen, ich hau hier die Kopfhörer auf meinen Kopf. Genau hauen. Ich werde mir einen Timer stellen. So, ihr seht, ich habe hier eine Stunde. Da, eine Stunde. Und dann gebe ich mal alles in einer Stunde, mal einige Ziele zu machen. Bäm! Okay, der Timer läuft. Und ich würde mal sagen, wir gehen erstmal nach Hause mit Eddie. Und du musst ja... Du musst auf jeden Fall hier auf dem Fotobooth irgendwo was machen. Dann musst du hier, glaube ich, mal hin, auf den Liberty Square. Ich hoffe, da sind Fotobooths, sonst muss ich einen hinbauen. Auf! Ihr habt Ziele im Leben, die müssen wir erreichen. Achso, wir können ja die Autonomität... Autonomität? Ist das ein richtiges deutsches Wort? Ich weiß es nicht, setzen. Aber macht mal hier. Ihr müsst ein bisschen workeln. Du bist nervös? Warum bist du nervös? Nervös. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal mit ihr und versuchen jetzt erstmal Fotos zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wo ein Fotobooth ist, muss ich euch ehrlich sagen. Es ruckelt natürlich auch mal wieder. Es gab auch vor kurzem wieder ein Update. Deswegen, ich weiß nicht, wie das jetzt für euch aussieht. Ich hoffe, es funktioniert alles. Aber wie ihr seht, es ruckelt mal wieder. Ja. Update halt. Aber dadurch sollen jetzt die Namen auch wirklich englisch erscheinen. Heißt, die Leute, die ich bisher nicht wusste, wie sie heißen, weiß ich dann auf einmal. Nee, ich sehe hier kein Fotobuch. Ich werde mir einfach jetzt einmal hier einen hinsetzen. Ah nee, das ist ja das Falsche. Fotoprops. Da, guck. Das sieht doch gut aus. Ich hoffe, das funktioniert auch. So, kannst du da rein? Ja! Take a photo. 1 plus 1 = 2, was auch immer. Ja. Darf ich reinkommen? Oh. Das sind sehr schöne Fotos, glaube ich. Das musst du, glaube ich, noch ein paar Mal machen. Ja. 5 Mal insgesamt. Mach mal andere Posen. Dass man hier auch reinkommen kann, ne? Und die sehen kann. Ich dachte nicht, dass das funktioniert. Ich dachte, die steht da einfach wie so ein Fels in der Brandung. Aber anscheinend geht das. Finde ich gut. So. Also außer, dass hier natürlich kein wirklicher Fotoapparat drin ist, so. Aber hey. Es wäre ja cool, hätten wir das jetzt auch im Inventar. So. Nice. Das erste Ziel ist erreicht. Use public transportation 10 times. Boah, dann müssen wir ja ein bisschen fahren. Und während du dahin fährst, gehe ich mal zu Eddie. Eddie, ich finde das ja sehr schön, dass du trainierst, aber du sollst nach Hause gehen. Nach Hause, Eddie.
Ich weiß, du willst deinen heißen Körper trainieren, aber jetzt ist nicht die Zeit. Du musst Spenden schicken. Denk an die anderen Zeus. Ich plane übrigens ein Lore-Video für Inzoi. Das kommt 2 Videos später. Also ich glaube am Mittwoch, wenn ihr das Video am ersten Tag schaut. Oder am Donnerstag. Und da gehe ich darauf ein, warum die Katze sprechen kann, was es mit den Katzen auf sich hat in dem Büro. Es ist sehr interessant, was jetzt schon drin ist. Und ich habe mit ein paar AI-Sachen schon gechattet. Es ist sehr witzig. Es ist wirklich sehr witzig. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt drauf. Guck mal, da bin ich ja. Cool. Hallo. So, jetzt bin ich gespannt. Da steht doch. Sent a letter from the mailbox. On the street? Ah, das hätte ich immer lesen sollen, ne? On the street? Welche Mailboxen on the street? Bin ich jetzt komplett blind gewesen? Welche, wo sollen denn welche sein? Ich meine, die Street kann ich mal bearbeiten. Vielleicht finde ich jetzt hier das, was die meinen. Also, welche Mailboxen? Das, was ein bisschen schade ist, ist, dass ich hier nicht suchen kann danach, weil das wäre natürlich das Einfachste vom Einfachsten. Das ist Street. Ah, guck mal, Mailbox, Red, die sind mir anscheinend nicht mal richtig aufgefallen. Naja, setze ich einer mal hier hin. Zack. Dann. Ah! Nee. Ah! Send Letter! 5? Ich muss dafür bezahlen. Ja, okay, ich versende es ja. Aber an wen schickst du den eigentlich? Donate to the local community. Send congratulator. Ich kann echt nicht mehr. Ich kann nicht mehr lesen. Okay, wir brauchen davon ein paar. Schick einfach an alle Leute, die du kennst, ein Brief, so ein random Brief, ohne was drinne. Du schreibst den ja nicht mal. Ja, geschafft. Was brauchst du jetzt? Jetzt muss ich donaten. Donate. 75 mehr aus, das kann ich mir gerade so leisten. Wow! Dann, was muss ich jetzt machen? 15 mal donaten, ja. Das, also das ist ja das einfachste Bestreben. Schlechthin. Kann ja mal so machen, dass ihr auch immer seht, was ich hier drücke. Woo! Dann, ich hab's geschafft. Ich kann ja mal gucken, ob jetzt irgendwas passiert ist. Also, ich glaube nicht. Nee. Also steht das jetzt hier? Complete. Complete. Ja, habe ich schon erreicht. Ja, schade, Banane, ne? Have BFF relationship with 10 people. Dance excitedly 20 times with BFF. Und Humor Level 5. Das ist halt auch sehr schwierig jetzt. Sonst machen wir vielleicht mit dem Houseplant. Gardening? Nee, du machst Yoga. Ja, nachdem du so viel gespendet hast, machst du jetzt ein bisschen Yoga, okay? Zack. Damit du einen ruhigen Verstand hast, okay? Ein kleiner. Dann gehen wir doch mal hier hin. Haben wir hier schon Yoga? Matten. Oh, guck mal, hier ist ein Glob. Den kann man auch anschauen. Oh, cool. Cool. Den Pool kann man nicht nutzen. Das ist natürlich schade, aber das kommt natürlich noch. Gehen wir mal hier hoch. Ist das schon Yoga? Yoga, bitte? Yoga? Oh, sogar noch weiter geht das hoch. Okay. Krass, was für ein Haus habe ich denn hier? Kann man sich schon mal leisten hier. Dann geht es doch weiter. Hobby. Nee, Outdoor, Indoor. Ja, nochmal hier hin und nochmal dahin. Vielleicht will meine Person das ja auch nochmal machen. Okay. Dann, mein lieber Herr, musst du ein bisschen trainieren. Mach mal ein bisschen Yoga, bitte. Ja, okay. Du gehst da bitte hier hin. Damit ich hier auch reingehen kann. Okay. Du Yoga. Du Yoga. Du Yoga. Okay. Wie oft? 3-mal. Und meine gute Dame. Okay, du kannst gerne einmal sauber machen, aber du sollst irgendwo wieder hinfahren. Du musst den Public Transport ein paar Mal nutzen. Das ist wichtig und richtig. Und er macht hier Yoga in diesen Klamotten. Also ich glaube, ich kann mir Besseres vorstellen. Aber hey, das machst du schon, ne? Ach, diese Yogamatte. Schaut euch mal an, diese Genuppen an. Wie das eigentlich so quietschen muss unter den Schuhen. So. Gummiartig. Oh, was ist mit dir denn hier? Hast du hier gerade geflirtet? Highly praised. Recognition. Ja, weil ich gespendet habe.
Und weil er eine romantische Interaktion hatte. Ich weiß zwar nicht mit wem, aber ist okay. Meine gute Dame, du bist jetzt unterwegs? Ich check dich gleich ab hier. Ich habe ja euch beide, um die ich mich kümmern muss hier. Das ist doch wunderbar. Was machst du jetzt? Yoga. Und dann musst du dich erstmal unkomfortabel fühlen, damit wir dich weitermachen können. Also mach erstmal Yoga, bitte. Dankeschön. Und nicht aufhören, ne? Nur weil ich weggehe, heißt es nicht, dass du aufhören sollst. Ich check das! Übrigens, falls ihr euch wundert, warum meine Stirn so rot ist, ich habe heute gefärbt meine Haare. Und ich bin keine Queen im Haare färben. Deswegen sehe ich immer so aus. Es ist nicht so gewollt. Es ist einfach so. Okay, meine gute Dame. 2 von 10. Boah, das ist ja... Komm hierher, fahr mal zum Café Mar. Mal wieder einen Bus nehmen. Es ist natürlich die Frage, ob sie gleichzeitig Ziele machen kann. Also, dass man hier das Tauschen aber 3 von 10 bleibt. Ja, dann könnten wir beispielsweise mit ihr auch in die Gym-Area gehen. Da ein bisschen trainieren und dann wieder wechseln, wenn wir beispielsweise wieder irgendwo hinfahren müssen, wisst ihr? Wir machen das einfach mal. Dass wir jetzt mit ihr da hinfahren, dass wir Stream wechseln und gucken, ob das passt. Dass wir immer hin und her wechseln können, ohne dass es ein Reset gibt. Vielleicht passt es ja. Okay, meine gute Dame, jetzt ist die Frage der Fragen, ne? Wo bin ich überhaupt da, wo ich hin wollte? Maybe, maybe. Ich glaube, du hättest gar nicht Bus fahren müssen. Ich laufe die ganze Strecke wieder zurück. Finde ich gut. Kann ja erstmal mit Feuer spielen. Und du hast Hunger, ne? Dann iss mal ein Marshmallow. Ich weiß jetzt nicht, ob du das in der Meute machen solltest, meine gute Dame, aber you do you. Ich glaube, also er steht sowieso in dir. Naja, das ist so viel. Das ist auch ein Bug, der bekannt ist. Dass die männlichen Zeus halt auch weibliche Namen haben. Hallo? Sophie, sei mal netter. Hat sie gar nichts gebracht? Okay. Dann ist doch mal Ice Cream. Weil bevor wir hier unsere Muskeln aufbauen, brauchen wir erstmal ein bisschen Zucker. Nam, 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 nam. Also so ein Eis ist auch krass, ne? Würde bei mir ja sofort runterfallen. Guck mal, jetzt hast du auch nicht mehr so viel Hunger. Kannst du bitte... Nee? So? Danke. Wir müssen zur Muscle Beach. Da müsste das eigentlich sein, glaube ich. Skatepark. Ist auch geil, ne? Cute gemacht. Kann halt noch nicht wirklich skaten, aber das wird natürlich dann auch noch kommen. Wird's ja lieben. I'm with a skater boy, sage ich nur. Und... Kannst ja mal practice. Das sieht professionell aus. Das sieht professionell aus. So, kannst du da? Nee. Ba, ba, da, ba, ba, ba. Da ist jetzt die Muscle Beach. Es hat ein bisschen gedauert. Ist ja nicht so, dass ich mir einen Timer gesetzt habe und gerne irgendwas erreichen würde in dieser Zeit, aber egal. Egal. Wir sind ja hier zum Ausprobieren und zu gucken, was funktioniert und was nicht. Und deswegen gehen wir mal hier rein. Ob ich das einfach hier so Workout. Achso, du musst auch noch ein Schwimmding kaufen. Also es sieht nicht ganz gesund aus, was du machst. Vor allem war das nicht gerade. An der Ausführung musst du jetzt noch ein bisschen arbeiten, ne, meine Liebe. Also, was machst du denn da auch mit den Händen? Nee, nee, also so nicht. Wenn wir schon trainieren, dann richtig hier. Cool. Dann haben wir das gemacht. Ich muss nur noch eins kaufen. Cool, hast du gut gemacht. Jetzt ist die Frage... Moment, kann ich das hier einfach machen? Das Surfen. Browse. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, wie ich jetzt surfen kann. Das habe ich nur in dem Discord gesehen, dass es eine gemacht hat. Und ich bin mir gerade nicht sicher, wie. Lauf mal einfach ins Wasser. Ach, kannst du nicht. Das... Ah, guck mal hier. Muss einfach näher am Wasser liegen, das Paddel... Naja, Surfboard-Paddel. Jetzt geh aber so ins Wasser. Yay! Woo! Du Maschine. Das wäre doch auch... Also, wenn ich so surfen könnte, ne? Also, wie sie auch surft hier. In einem Affenzahn. Mach nochmal. Nice. Also, wenn ich das könnte, jemals im Leben. Ich würde sofort A, umfallen. Und B, nee. In den Klamotten auch noch. Ah! Ah! Gut.
Dann, oh, guck mal auch mal diesen Lounge an. Ach, ich liebe alles hier. Okay, du musst erstmal nach Hause gehen, weil wir müssen ein Equipment kaufen. Und bevor wir das machen, weil wir ja schön wieder Bus fahren, nehmen wir hier das hier wieder. Und dann gucken wir mal, ob das passt. Ja, ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Wir haben aber andere Prioritäten im Leben. Gerade. Wie ständig den Bus fahren. Das ist unsere Priorität. Okay. Guck mal, ich gönne dir sogar, dass du gleich was essen kannst daheim. So bin ich zu dir sogar. Meine gute Dame. So. Poppy. Und dann haben wir hier so kleine Hanteln. Das sollte funktionieren. Ja. Hat gezählt. Cool. Dann kann man halt auch wirklich hin und her wechseln. Das freut mich sehr. Jetzt willst du noch ein Healthbook lesen. Focused. Da war doch irgendeine Aufgabe mit Focused. Workout 10 times by Focused. Hör auf zu essen. Du musst trainieren. Du musst jetzt sehr schnell trainieren. So. Lift Dumbbell. Lift Dumbbell. Cool machst du das. Wie das hier funktioniert, was ich mache. Mist. Nicht mehr. Ja, okay, sie muss jetzt was essen. Ja, okay. Hätte ja klappen können. Okay, dann machst du das. Und dann, was mit dir eigentlich, Eddie? Ja. Nee, geh doch nicht dahin, sondern iss doch erstmal was, wenn du so viel Hunger hast. Was ist denn mit dir? Ich muss noch 3-mal Yoga machen. Und mich dann 5-mal duschen, wenn er sich unwohl fühlt. Ja, okay. Aber erstmal ist Yoga angesagt. Was machst du jetzt? Sparked. When soys are sparked, they can quickly improve. Okay, jetzt ist das wieder joyful. Okay, ich kann jetzt gar nicht so schnell lesen. Kann er keinen Yoga gerade mal machen? Oder hat er keinen Bock mehr? Ach, Eddie. Ich möchte aber, dass du Yoga machst. Sonst setzt sich noch gleich eine andere hin. Du, ich mach dir das Haus voller Yogamatten. Denkst du, entkommst mir? Nee, nee. So. Ach, deswegen. Du bist schon an der Beach. Ach so. Ich dachte, du bist bei mir daheim. Nein. Dann kümmern wir uns erstmal um mein Bestreben. Dass wir vielleicht ein bisschen lesen. Und vielleicht sind wir dann wieder so focused, dass wir weiter trainieren können. Und dann können wir weiter den Public Transport machen. So, sie ist joyful. Ach so, jetzt brauche ich ja erstmal die... Nein, nein, du gehst da noch nicht hin, bitte. Was du machst, ist, du liest jetzt erstmal bitte. Dankeschön. So. Nee, das ist Musik. Ist es noch weiter oben? Wo habe ich doch ein. Das. Wie lese ich? From a bookshelf. Das ist doch eigentlich eine Bookshelf, oder? Oder? Ist doch was anderes? Homeoffice. Ah, das ist nur ein Bookshelf? Ah, okay. Gut, ich dachte, das wäre auch was gewesen, aber nein. Dann, meine gute Dame, kannst du da jetzt was lesen? Ach, jetzt sehe ich das wieder nicht. Moment. Read Health Book. So, das musst du lesen, meine gute Dame. Ein paar Mal. Es wäre ja grandios, wenn du das machst. So? Wie oft? 10. Das ist ganz schön viel. Ich meine, ja, das ist eigentlich ein Lebensziel. Dass du das nicht so machst wie ich. Normalerweise, ja. Erstmal ein bisschen lesen. Guck mal auch, Buch ist auch gleich... eigentlich wollte ich das Buch, nicht sie. Da, das Buch ist auch gleich schön. Running. Steht da drauf. Ich freue mich schon, wenn es der Pool dann funktioniert und man da auch so schwimmen kann. Vor allem echt in dieser Stadt auch noch. Oh, liebe ich ja. Ein krasses Buch hier anscheinend. Vielleicht bin ich ja bald focused. Oh, oh. Uncomfortable. Ja, dann geh doch ins Bett. Wenn du das erstmal gelesen hast, meine Gute. Das ist hier, ne? Denkt man nicht, dass ich das nicht sehe. Okay, ich sehe gerade, es sind, Moment, 31 Minuten vergangen. Hier, seht ihr? Und ich habe jetzt ein Bestreben bisher geschafft. Ja, ich habe es mir anders vorgestellt. Man hätte die Bestreben vielleicht auch richtig lesen können. Das wäre vielleicht ganz vorteilhaft gewesen. Was machst du eigentlich hier? Ja, du chillst einfach am Strand. Verstehe ich, würde ich am Strand wohnen, würde ich da auch, glaube ich, die ganze Zeit so rumschillen. Aber weißt du, was du machen kannst? Nach Hause gehen. Es hört sich da quasi so an oder sieht so aus, als ob er ihr zuhören würde. Das ist auf jeden Fall mein neuer Song. Nicht so, den ich die ganze Zeit gehört habe. Okay, mein guter Eddie, dann gehst du mal nach Hause.
Wir werden dann vielleicht noch mal ein bisschen Yoga mit dir machen. Meine gute Dame wird bestimmt bald schlafen gehen. Und wir müssen mit ihr weiter Public Transport fahren. Aber ein bisschen schade ist natürlich auch, wenn wir das hier erreicht haben, dass sich nichts was ändert. Also, dass wir nicht irgendwie noch eine, wird auch immer, zusätzliches Merkmal bekommen oder dass sich irgendwas verändert. Dass es jetzt bisher nur so ist, cool, hast du erreicht, nice. Das hätte ich mir vielleicht ein bisschen noch was gewünscht, dass es mehr Impact hat, wenn ich was erreiche. Weil manche Sachen dauern ja wirklich lange durch die Skills, ne? Und dann so eine kleine Belohnung dafür, wenn ich dann so eine To-Do-Liste abarbeite, würde ich schon feiern. Du musst Yoga machen. Ja, mach doch mal Yoga. Er muss dafür nur uncomfortable sein, ne? Was ist los? Fuzzy Dream. Ah, weil er mal wieder was Komisches geträumt hat. Okay. Bin ich jetzt displeased? Oh Mann, ich muss uncomfortable sein für das, was ich will. Du kannst ja dann ins Bett gehen, okay? Aber erst dann. Hast du gut gemacht? Meiner guten Dame geht's bestimmt richtig doof, ne? Obwohl, geht noch. Sie zieht brav durch, das Lesen. Und dann hat sie auch noch Hunger. Ich glaube, wir machen das einfach so, dass sie das jetzt noch zu Ende liest und dann geht sie ins Bettchen. So. Manchmal, also wenn man zweimal drauf drückt auf, wie beispielsweise drei, dann, ja, was denn? Ja, dann halt nicht, meine gute Dame. Euch mal ein bisschen anstrengen. Also ich muss mich eher anstrengen. Guck mal, sie hat auch kaum Energie, weil sie die ganze Zeit lesen musste. Verstehe ich. Würde mir genauso gehen, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen durchlesen müsste. Oh, gehe ich zu Eddie? Schlaf mit ihm in einem Bettchen. Oh, Eddie, hey, ich bin da. Ich schnarche mit dir mit jetzt hier. So, dann machen wir mal schneller. Das ist wieder doof, ne? Dass es nicht automatisch durchgeht. Das ist meine Zeit. Meine Zeit für das Bestreben. Wenn ich schwitze, vor allem nach den neu gefärbten Haaren, sieht das so aus, als ob ich vom Kopf blute. Deswegen musste ich gerade gucken. So. Ja. Hier ist sie auf der Toilette. Dann kann sie duschen. Ja, und dann machen wir ihr Bestreben. Zumindest ihr Bestreben machen wir noch voll von dem Public Transport Ding. Hier, das hier. Da musst du halt öfter mal fahren, aber ich will zumindest zwei Bestreben schaffen hier. Ja, seins ist halt auch ein bisschen doof, weil er nie sich unwohl fühlt. Also auf jeden Fall, mein PC ist normalerweise also gut dafür geeignet. Das Problem ist halt wirklich, dass ich zusätzlich aufnehme. Und das ist natürlich etwas, was ein bisschen schwierig für den PC ist. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Nur an displeased halt so, ne? Aber das ist ja nicht uncomfortable, meine ich. Nein, wir versuchen das einfach mal, wenn er displeased ist, aber... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Eddie, weißt du, jetzt ist die Zeit eigentlich gekommen. Das ist schön... Oh, die machen mich fertig. Ja, dann mach das gerne so. Da, thrilled. Okay. So, mein guter Eddie, was machen Sie? Okay, er isst jetzt was. Zu guter Stunde. 3 Uhr nachts, das ist die gute Stunde. Was machst du? Er isst doch was. Und weißt du, was du da machen kannst? Schlafen. Wie sie Zeit gleich essen. Witzig. Ist normal, okay. Kannst du doch nochmal schlafen gehen, bitte. Nee, richtig schlafen gehen. Nicht einfach so im Sessel sitzen und dann ein bisschen... Nee, richtig pennen. Mach mal richtig. Was mit dir? Du musst auch nochmal richtig schlafen. Was ist denn mit euch? Nee. Disinfect Bedding. Ja, nee. Einfach pennen. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich das so stehen lasse, das mache ich für das nächste Video. Dass ich schon ein bisschen Essen stehen habe, was so vergammelt. Wie viel Uhr? 19 Minuten noch, okay. Jetzt muss ich aber langsam wirklich mich sputen hier. Eddie, das ist mit deiner, mit dieser Ambition echt ein bisschen doof. Mit uncomfortable. Sonst kann ich ja auch nochmal hier Houseplant machen. Das war nämlich auch etwas, was die anderen auch mal sehen wollten, ein paar von euch. Wie ist es denn, wenn man hier Pflanzen hat und so? Dann machen wir das doch einfach mal mit dir. Dann schaffen wir sowieso das nicht mehr, weil Gardening werde ich nicht schaffen, auf 10 zu bekommen. Aber ist es das hier? Kann ich das einfach so hier hinsetzen? Ich mache das jetzt auch. Schön, dass ich das in die andere Richtung gemacht habe, aber ist egal. 5 brauche ich davon.
Wenn das als Houseplant funktioniert, ich weiß es nicht. Was sagst du, Eddie? Ist das Houseplant? Hört sich gut an. Muss die jetzt dreimal. So, Eddie, mach das bitte. Und wie geht's dir, meine Gute? Ja, reicht. Ich muss mit dir ein bisschen rumfahren jetzt. Du fährst bitte zum Café Mar und dann machst du da irgendwas, bitte. Du kannst jetzt auch mal aufhören zu schlafen. Reicht. So, gleich. Take-out Shower. Wir lassen das erstmal. Ich bin gespannt, ob das auch funktioniert mit dem Displeased für das Bestreben. Nice. Ja, wartet mal. Oh, Displeased funktioniert auch. Gut, muss ich jetzt ausnutzen. Bitte nicht jetzt gut werden. Bitte nicht. Bitte jetzt die ganze Zeit Displeased sein, dann kriege ich das hin. Du musst jetzt 50 Mal meditaten. Oh, du tust mir jetzt ein bisschen leid. Hä? Ich kann doch nur Yoga machen. Wie soll ich denn jetzt meditaten? Meditaten, meditieren. Denglisch. It's for you. Dann soll ich Houseplant 10 Mal. Use a Bonsai Flower Pot to arrange und Gardening Level 10. Da sind wir jetzt ja ein bisschen weit von entfernt. Ich weiß gerade nicht, wie ich meditieren soll. Hier kann ich ja nichts auswählen. Karma Interactions. Das hätte man mir doch mal sagen können. Woher soll ich denn das wissen? Mach mal 50 Mal bitte. Vielleicht schaffen wir das noch. Weiß ich nicht, aber okay. Du machst das. Ich habe dir ein bisschen Aufgaben jetzt gegeben. Und wir gehen jetzt wieder zu ihr. Und fahren noch ein bisschen rum. 15 Minuten haben wir noch. Okay, weißt du, was du machen... Also, wir machen zwar einen Speedrun. Oh, magst du alles nicht? Was ist mit dir? Weißt du, ich wollte dir gerne was gönnen. Ja, aber ich wollte dir einfach einen Kaffee holen. Aber magst du alles nicht? Dann fahr halt woanders hin. Dann fahr zu dem Fortune Teller. Und frag die mal, was in deiner Zukunft abgeht. Während wir jetzt zu Eddie wechseln. Der die ganze Zeit meditiert. Der sich bestimmt freut. Ja, der ist richtig displeased. Der sagt so, oh, Sandra. Der atmet schon sehr tief ein und aus. Ja, tut mir leid. Du bist ein Soll von mir. Du musst da durch. Ich werde dich immer überall hin und her schicken. Und wenn du 50 Mal meditieren musst für ein Ziel, dann musst du 50 Mal meditieren. Da musst du durch. Aber anscheinend muss ich da sein, weil eben gerade steht da nur 1 von 50. Werden wir ja sehen. Ich gehe jetzt mal wieder zu ihr. Lass ihr die Zukunft vorhersagen. Oh nein, ich dachte, du bist schon da. Okay, da bist du. Hallo, ich möchte die Zukunft sehen. Was sagt mein tägliches Glück? Ist es gut? Schaffe ich das heute noch? Anscheinend schon. Dann mach noch mal ein bisschen Tarotkarten lesen. Und dann muss ich wieder los. Ich muss noch dreimal fahren. Bus. Fortune Card. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. So, ihr Lieben. Dankeschön für diese Zeit. Es war mir ein Fest. Aber ich muss jetzt woanders hin. Ich muss zum Clover Park. Ja, ich muss zum Clover Park. Clover Park, it is. Wichtig und richtig. Ja, im Clover Park gibt es einige Sachen. Deswegen geht meine sofort wieder weg zum Amusement Park. Sie ist so ausgestiegen und sagt so, weiß ich nicht, das ist nicht ganz meins. Oh, guck mal, jetzt bin ich schon da. Was ist denn jetzt los? Warum bist du jetzt in Rage? Was hab ich denn? Du musst halt nur öfter mal wohin fahren. Mehr will ich doch nicht von dir. Guck mal, jetzt bist du kurz da, aber weißt du, wo du jetzt noch gleich hinfährst? Nach Hause. Und dann hast du das geschafft. Das zweite Ziel davon. Bitte? Danke. So, der Amusement Park, das ist dir zu laut. Da sind zu viele Menschen. Du sagst Nein zum Amusement Park. Außerdem müssen wir ja mal gucken, was der gute Eddie macht beim Meditieren. Oh, endlich. Nice. Drive a car 10 times. Take a photo at photo spot. Okay. Da müssen wir uns jetzt mal ein Auto kaufen, ne? Kauf dir mal... Warte mal kurz. Ja, hier. Foto. Auto. Nice. Jetzt haben wir ein Auto. Eddie? Oh. Ich glaube, das Meditieren hat dir nicht gut getan. Ja, was soll man sagen? Car Interaction? Wenn ich jetzt... Ja, du darfst auch gleich was essen. Wir fahren jetzt nur Auto. Weil ich wissen möchte, ob es dafür schon funktioniert. Wenn ich einfach hier sage, ich fahre mit dem Auto.
Das liegt nur daran, dass das Spiel jetzt gerade überlastet ist. Upsi. Aber anscheinend... Fahrt... Geht alle! Achso, da kann ich nicht lang. Das ist eine Sperre von der Map. So. Aber es funktioniert anscheinend nicht hier. Drive a car 10 times. Zählt gerade nicht. Get out of the car. Ist es jetzt? Nee. Jetzt sage ich mal Travel by Car. Mann! Dann... Nee, ich wollte hier. Drive hier bitte. Ich muss doch irgendwo hinkommen. Oh no! Ich habe keine Ahnung, warum manchmal die Aufnahme laggt. Also, dass das Spiel ein bisschen laggt, das ist ja dann okay, aber dass die Aufnahme so krass dann auch eingeschränkt ist, ist dann wild. Aber ich weiß, ich glaube, das liegt an Bliss Bay. Ich glaube, Bliss Bay mag Speedruns nicht. Nee, sagt nein zu Speedruns. Ich würde ja gerne eigentlich mehr als eine Ambition schaffen, aber es würde funktionieren, würde das Spiel dann nicht so laggen, weil... Was soll ich da euch zeigen, ne? Das ist, das geht ja nicht. Aber ich habe schon eine gute Bestrafung. Ich habe schon eine gute Bestrafung jetzt gleich. Für euch beiden. Eddie hat es zumindest mit einem Ziel geschafft, aber du... Du bist eine kleine Enttäuschung, meine gute Säudame. Was soll ich sagen? Du kannst ja sonst noch mal... Guck mal, das ist eklig. Clean mal. Dann kannst du doch auch noch mal ein bisschen lesen. Ich weiß nicht, was Eddie macht, muss ich euch sagen. Oder sich gerade rumtreibt. Aber es läuft stabil. Das ist mir gerade wichtiger als das, was Eddie macht. Haha. Was war das? Focused. Ja, da bin ich auch nicht. Es wird nur bei denen bleiben. Beiden Sachen bleiben, beziehungsweise eins voll und das andere ist so Level 3. Schade Banane. Kannst ja dann auch noch mal ein bisschen watern. Ein bisschen Wasser geben. Sonst gehe ich jetzt immer in den letzten Minuten auch nochmal zu Eddie. Kannst du nicht hier hinkommen? Go home bitte. Wo auch immer du bist. Hallo Eddie. Möchtest du noch ein bisschen hier dran arbeiten? Guck mal, ich wechsle das extra schon noch für dich. So ein bisschen hier dahinterher kommst. Und eigentlich müssten wir auch mit dem anderen bestreben, wo er jetzt drin ist, mit den Tieren. In der Stadt interagieren, aber jetzt, wo das so geleckt hat, ist das sehr wahrscheinlich nicht das, was ich tun sollte. So, hat er gut gemacht. Also, wir könnten das zwar eigentlich normalerweise übergießen, aber das ist bei diesen Pflanzen nicht der Fall. Das geht nicht. Ah, immerhin habt ihr gesehen, man kann Pflanzen vergießen hier. Habt ihr vielleicht schon im anderen Video gesehen, aber hey, jetzt nochmal. Jetzt nochmal. Und sie liest Bücher. Du kannst ja auch noch mal was lesen. Guck, wir lesen einfach jetzt noch mal ein Self-Help-Book. Weiß nicht, wohin mit dir quasi, mein guter Eddie. Und jetzt ist der Timer dann. Und ja, wir müssen Revue passieren lassen, was passiert ist. Momentan ist es auf jeden Fall noch nicht so ausgelegt, dass man einen Speedrun mit den Bestrebenssachen machen kann. Vor allem, weil das Spiel sehr krass laggt. Also Bliss Bay war vielleicht nicht die beste Wahl. Wir haben eine Ambition oder Bestreben, wie auch immer ihr das nennen wollt, durch. Die anderen sind halt ein bisschen schwierig, zumindest bei Eddie gewesen, weil wir dann Level 10 haben mussten oder 50 Mal meditieren, was nicht gezählt hat, wenn wir nicht vor Ort waren. Das war ein bisschen schade. Bei ihr war das natürlich so, dadurch, dass sie den öffentlichen Transport nutzen musste und überall hinfahren musste, wodurch es sehr krass geleckt hat, mussten wir es halt abbrechen. Sonst hätten wir das natürlich geschafft, aber ja, was soll man machen? Hier sind wir gerade gut dabei, dass wir die Bücher gelesen haben. Es ist natürlich trotzdem so, dass wir hier auf Level 3 Fitness Level 10 erreichen müssen und Level 10 erreichen im momentanen Zustand oder Bildzustand, Bildstatus, wie auch immer, ist halt sehr, sehr, sehr schwierig. Also die Fähigkeiten kann man nicht so ganz schnell hochleveln, deswegen dauert das ein bisschen. Also ja, mein Revue, dieser Challenge Speedrun ist nicht so wirklich erfolgreich gewesen. Aber ich habe zumindest ein Bestreben geschafft. Und in dem nächsten Video, was ihr von den beiden sehen werdet, werden sie bestraft.
auf eine ganz tödliche Art und Weise. Hoffentlich funktioniert das. Also wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!